Moin Leute, und jetzt zeige ich euch einen richtig heftigen und solo Merch-Glitch, Leute. Jawohl! Auch vor mit dem Video anfangen, wo ich jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Videos. Aber ich würde sagen, machen wir doch mal direkt weiter. Und zwar handelt es sich bei diesem Video nicht um meinen K2K-Merch-Glitch, nein, es handelt sich um RC Bandito-Merch-Glitch. Wo jetzt alle sagen so, oh, was soll denn der Driss? Nein, Leute, überlegt mal, denn es gab in der Vergangenheit schon viele Merchlisses, wo ihr vom RC Bandito auf euer Fahrzeug drauf merchen konntet. Und deswegen, Leute, würde ich euch hier auch ganz klar empfehlen, mercht euren RC Bandito für spätere Glitches, die in der Zukunft kommen können. Aber ich würde mal sagen, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Natürlich, ihr braucht eine Arena-Werkstatt, außerdem braucht ihr natürlich auch noch den RC Bandito. In der Arena-Werkstatt braucht ihr auch ein Auto, was die ganzen Tuning-Teile hat, was später der RC Bandito haben soll, also sprich das Geber-Auto. Und für diesen Glitch braucht ihr auch noch eine ganz bestimmte Mission. Die Mission ist in der Videobeschreibung verlinkt, ihr müsst ihr euch markieren. Aber ich würde mal sagen, legen wir doch mal los. Als erstes seid in irgendeiner GTA-Online-Sitzung und seid in eurer Arena. Seid ihr auch in der Arena, werdet ihr schon in eurer Arena-Werkstatt sehen, dass dieser Job da sichtbar ist. Und Leute, falls bei euch dieser Job nicht sichtbar ist, ne, das kann euch passieren, ist mir auch passiert, dann müsst ihr leider tatsächlich eure markierten Jobs, die ihr woanders habt, so zum Beispiel Stuntrennen, Rennen, Deathmatches etc., müsst ihr wegmachen. Was meine ich mit wegmachen? Naja, ihr müsst ihr einfach wieder entmarkieren. Ich weiß, es tut weh teilweise, aber ihr könnt es ja später wieder neu markieren nach dem Glitch, denn dieses Capture hier muss sichtbar sein für diesen Glitch. Und wenn er nicht sichtbar ist, müssen die ganzen anderen markierten Jobs einfach wegtun, solange bis es sichtbar ist. Und Leute, ich weiß, wovon ich rede, ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um 10.000 Rennen, die ich markiert habe, zu demarkieren. Aber egal, würde man sagen, machen wir mal weiter. So, ist bei euch der Job jetzt sichtbar, so wie bei mir? Können wir jetzt mit dem Fahrzeug reinfahren, was die ganzen Tuning-Teile besitzt? Also in meinem Fall ist es jetzt der Slam-Truck. Seid ihr jetzt mit dem Slam-Truck drin gewesen, tunet jetzt irgendwas um, Leute. Ihr müsst jetzt irgendwas umtunen, irgendwas Billiges. In meinem Fall mache ich hier zum Beispiel die Bremsen. Habt ihr jetzt irgendwas umgetunt, drückt jetzt Kreistaste und geht auf Fahrzeug verlassen. Und jetzt, Leute, kommt ein kleiner tricky Part, denn ihr müsst jetzt in diesem Kreis, in diesem Jobmenükreis stehen, aber Richtung RC Bandito laufen. Denn ihr müsst jetzt oben links die Meldung haben, dass ihr beitreten möchtet zu eurem Job. Das ist soweit okay. Aber jetzt, wenn ihr weiter Richtung RC Bandito lauft, werdet ihr irgendwann diese Meldung nicht mehr haben, obwohl ihr im Jobkreis steht. Und genau das brauchen wir, Leute. Denn sobald wir das jetzt hier haben, Leute, ne, ihr seht auch oben, ich habe jetzt die Meldung nicht mehr, obwohl ich noch im Jobkreis stehe, drückt jetzt einmal die rechte Pfeiltaste. Habt ihr die rechte Pfeiltaste gedrückt, werdet ihr in ein paar Sekunden wieder draußen stehen und ihr werdet direkt sehen, ob es funktioniert hat. Falls es nicht funktioniert hat, wie bei mir, Leute, nicht schlimm. Falls ihr es jetzt gerade nicht geschafft habt, Leute, steigt jetzt einfach wieder in euren Geberauto ein und drückt die rechte Pfeiltaste, sodass ihr wieder ins Tuning-Menü kommt von der Arena-Garage. Seid ihr im Tuning-Menü, drückt ihr wieder Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen. Und dann versucht es einfach direkt noch einmal. Das bedeutet, wir sind jetzt wieder in diesem Jobkreis und gehen jetzt Richtung RC Bandito. Und sobald wir oben links die Meldungen nicht mehr haben, drücken wir einmal die rechte Pfeiltaste. Und in ein paar Sekunden sehen wir das Resultat. Und boom! Leute, ich habe es geschafft, meinen RC Bandito zu merchen. Und Leute, das geht wirklich mega einfach. Falls ihr irgendwie Probleme habt, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne in den Kommentaren. Da kann ich euch gerne weiterhelfen, falls ihr irgendwelche Probleme habt. Aber generell ist dieser Glitch wirklich so leicht, da solltet ihr eigentlich keine Probleme damit haben. Aber Leute, wenn euch dieses kleine Glitch-Video gefallen hat, würde ich mich übelst für einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch ist auch ultra nice. Aber ich muss sagen, ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.